Wobei ja, Hessisch ist ja so ein bisschen ähnlich wie Portugiesisch. Das ist nicht so weit auseinander. Weißt du so mit, genau. Als ich neu war, kam es mir relativ häufig passiert, dass mein Einlaufkind mich nicht kannte. Ja. Mein Einlaufkind mich gefragt hat, wie bist du eigentlich? Ja. Entweder man sieht ziemlich blöd aus oder man sieht eigentlich gut aus gegen ihn, hat ihn ganz gut im Griff, aber hat dann halt Schmerzen, weil man relativ häufig da mal mitgegeben bekommt. War ein bisschen unglücklich, aber hat mir keiner zum Vorwurf gemacht. Ja, weiß ja auch keiner mehr. Ich hasse euch! Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eintracht Heroes. Ich habe vor ungefähr einem Jahr habe ich mit meiner Tochter zusammen ein Eintracht-Spiel geguckt im Fernsehen. Und dann war so die Mannschaft, die stand da so, die wurde so abgefilmt. Und dann hat meine Tochter mich gefragt, ob ich einen aktuellen Lieblingsspieler hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, weil ich den Verein sowieso so mag. Aber es gibt schon so einen Typen, den finde ich im Moment extrem cool. Da sagt sie, warum? Sag ich, ja, er ist auch immer nur am Rennen und macht das geil. Er flankt auch noch so geil und er ist aber auch in den Interviews auch noch so, immer noch so, auch so bei sich geblieben. Und dieses ganze Paket gefällt mir irgendwie gut. Und das war der junge Mann, der neben mir sitzt, das war Danny da Costa. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Sehr gerne. Dass es endlich geklappt hat. Fangen wir mal mit deinem Namen an. Weißt du was über deinen Namen? Irgendwie weißt du so ein bisschen Herkunft oder so? Ich recherchiere das ja immer. Ich bin jetzt nicht so namensfähig, aber ich finde es immer ganz interessant, ob es irgendwie einen Zusammenhang gibt. Also ich fange einfach mal an. Danny ist die Ableitung von Daniel. Daniel kommt aus dem Hebräischen und heißt sowas wie entweder Richter oder Gott. Oder man kann das auch übersetzen mit Gott ist mein Richter. Bringt mich natürlich automatisch zu der Frage, ob du ein gläubiger Mensch bist. Tatsächlich bin ich ein gläubiger Mensch, aber das mit meinem Namen war mir bisher noch nicht so bewusst. Also ich wurde schon oft gefragt, ob Danny nur eine Abkürzung wäre für Daniel. Ja. Aber dass die Bedeutung doch auch in die Richtung geht, das wusste ich bisher natürlich nicht. Ich wusste es natürlich vorher auch nicht. Ich habe es natürlich auch noch geguckt. Aber ich finde das spannend. Ich finde das so, manchmal irgendwie, ich hatte Uwe Bindewald zu Gast und da ist quasi, der Name ist ein bisschen sowas wie die Schärfe des Schwerts und sein Abwehrverhalten und dieser Name passen zum Beispiel super zusammen, haben wir festgestellt. Wenn ich Quatsch rede, dann unterbreche mich oder korrigiere mich. Du bist Deutsch-Angolaner. Genau. Was weißt du über dein, also dass du bist in Neuss geboren, das weiß ich. Also du bist, aber was hast du Bezüge noch zu Angola? Sehr, sehr wenig. Also ich war vor ein paar Jahren, ich glaube 2013 war es, war schon mit meinem Papa in Luanda. Ja. Weil er ist auch in Luanda geboren und da groß geworden, wollte mir das unbedingt mal zeigen. Aber das war es dann auch fast schon an Bezug zu meinem Heimatland. Ich kann leider die Sprache nicht. Also man spricht dort eigentlich hauptsächlich Portugiesisch. Genau. Wobei, man spricht Umbundu, Kimbundu, Kigongo, Tutshokwe, Lingala und Oshiwambo. So. Ja, mein Papa spricht zum Beispiel noch Lingala. Okay. Aber bei mir ist leider nichts davon hängen geblieben. Also hin und wieder mal, wenn ich André und Gonza reden höre, dann verstehe ich immer mal einen Brocken oder so. Aber sprechen kann ich es leider nicht. Ja. Finde ich sehr schade. Ist eine tolle Sprache halt. Das stimmt. Klar, aber hast ja noch Zeit. Kannst ja immer noch irgendwie. Ja, ich habe es auch tatsächlich mal angefangen. Und dann bin ich kurz darauf hierher gewechselt und habe mich hier dann nicht mehr weiter darum bemüht, dass ich da einen Lehrer finde. Wobei ja, Hessisch ist ja so ein bisschen ähnlich wie Portugiesisch. Das ist nicht so weit auseinander. Geht fast in die gleiche Richtung. Das reicht, dieses weißt du, so mit, genau. Als ich vor, ich weiß nicht, wann das war, das war das 4-1 gegen Hannover, dieses Spiel, wo die Saison so umgedreht worden ist hier zu Hause, war ich mit einem Kumpel da. Und dann kamt ihr auf den Platz, du hast auch gespielt und Endika und Rebic und Jovic und also diese ganze Multikulti-Truppe. Und wir waren so beide und dann sagte der Roberto, sagt er irgendwie, ich stehe so drauf, dass das so ist. Ich stehe so auf dieses bunte Gemisch, ich stehe so drauf, dass das alle so viele Nationen sind. Und wirklich so à la Couleur, sagt er, ich finde das total, das passt so gut zu dieser Stadt. Das ist hier in Frankfurt, passt das perfekt. Also ich finde, dass Frankfurt und diese eine Multikulti-Truppe im besten Sinne des Wortes passt perfekt. Das ist aber natürlich nicht überall so. Wie ist das so? Ich meine, jetzt ist in Frankfurt, spielt tatsächlich hier in der Fanszene Rassismus, finde ich, gar keine Rolle, was ich mega begrüße. Ist aber natürlich nicht in jedem Stadion so, gibt immer wieder mal Zwischenfälle, Vorfälle. Du hattest mal 2013 oder wann das war mal, da hast du mir aber gesagt, du hast es gar nicht so mitbekommen. Bei 60 war das? Ja, es war so, dass ich das schon bemerkt habe, dass auf der Gegengeraden eigentlich bei jedem Ballkontakt kam halt Affenlaute und sonstiges von der Seite. So, und am Anfang habe ich mir gedacht, komm, die paar Idioten, denkt ihr nichts dabei, aber es ging dann halt wirklich permanent. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich gar nicht mehr so richtig mit dem Spiel beschäftigt habe und mir eigentlich fast schon gewünscht habe, nicht angespielt zu werden, weil ich das nicht mehr hören wollte. Mhm. So, daraufhin bin ich dann eben zum Schiedsrichter gegangen, als ich das Gefühl hatte, für mich ist es so viel und habe dem Schiedsrichter nur mal darum gebeten, dass vielleicht mal eine Durchsage gemacht wird. Aber dann war das für mich in dem Moment auch schon wieder gegessen, weil dann kam die... Hat er es gemacht? Dann kam die Durchsage vom Stadionsprecher und dann habe ich gedacht, okay, mehr kann ich in dem Moment eh nicht machen. Ich bin jetzt keiner, der dann sagt, ich gehe jetzt vom Platz, weil ich wollte da eigentlich keine riesen Szene draus werden lassen.
Und dann nach dem Spiel hat mich ein Mitspieler gefragt, der Ralf Gunnig, weil er hat, genau. Der saß halt auf der Bank, der konnte nicht ganz so deutlich hören. Ja. Der hat mich dann gefragt, was da vorgefallen ist. Und dann hab ich ihm das erzählt. Und daraufhin hat er dann eben bei, ich glaube bei Facebook war es dann, hat er dann ein bisschen seinem Unmut der Luft getan. Ja, genau, hat gesagt irgendwie, die da so geschrien hätten den NEQ noch knapp über dem von einem verbrannten Toast. Wobei ich mir dann gedacht habe, das muss für jeden verbrannten Toast eine harte Aussage sein. Genau. Und daraufhin hat das dann echt große Wellen geschlagen, mit denen ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Ja. Also, mehr als dir lieb war? Ja, das heißt mehr als mir lieb war. Es war ganz cool, dass das Ganze dann doch vielleicht doch mal Aufmerksamkeit bekommen hat, weil ich sag mal, grundsätzlich hat man in Deutschland gar nicht das Problem, dass groß Rassismus irgendwie in den Stadien herrscht. Aber es ist schon schade, wenn dann immer mal wieder solche Vorfälle sind. Ich glaube, jetzt vor kurzem gab es auch wieder einen. Genau. Die dann davon betroffen sind, die trifft das dann so, dass man sich das eigentlich als Außenstehender kaum wirklich vorstellen kann. Weil man sich, wie ich zum Beispiel in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist, die Sprache, sag ich mal, ganz gut spricht, dann fühlt man sich da mal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man eigentlich das Gefühl hat, man tut alles, um normal hier zu leben, integriert zu sein, und dann gibt es halt die paar Idioten, die das einfach nicht akzeptieren wollen. Hast du in deinem Privatleben damit Erfahrungen gemacht? Also ja, nicht direkt. Also es ist jetzt nicht so, dass einer auf einen zukommt und sagt, ja, du scheiß Nigger oder so. Es ist eigentlich mehr so, dass man das so unterschwellig merkt, dass wenn man auf der Straßenseite geht, man doof angeguckt wird, dann wird auf einmal die Straßenseite gewechselt oder super. Keine Ahnung. Jetzt sage ich mal, wir haben das Privileg, dass wir jetzt Fußballprofis einen ganz ordentlichen Lebensstandard haben, wenn man dann gesehen wird und, keine Ahnung, fährt ein Auto, was dem anderen vielleicht auch gefällt, wird man halt dumm angeguckt. Wenn man da drin sitzt als junger Dunkelhäutiger, merkt man das schon. Und das ist dann irgendwo schade, weil ich mir denke, ich habe es mir genauso erarbeitet wie jeder andere eben auch. Und trotzdem merkt man schon, dass da ein bisschen immer was mitspielt. Also man merkt auch, also bei Kindern zum Beispiel sieht man immer, da gibt's sowas nicht. Ja. Die kommen auf einen zu, sind glücklich und freundlich, aber man merkt das dann schon, dass dann Eltern immer mal ein bisschen skeptischer sind. Aber ich meine, die Aufmerksamkeit ist natürlich viel größer geworden, jetzt wie auch was du gesagt hast in Berlin oder sowas. Wenn dann mal was ist, wird das aufgegriffen, es wird mehr, kriegt mehr Fokus und Beachtung, was ja gut ist. Aber dadurch, sag mal, hält sich das vielleicht auch eher im Zaum, wie was weiß ich, wenn, also ich war noch, wir haben damals, als Anthony Yeboah bei Saarbrücken gespielt hat, haben wir in der Relegation mit Frankfurt gegen Saarbrücken gespielt. Und da ist ein sehr berühmter Sketch von uns entstanden. Der ist zwar schon alt, aber der ist wirklich, das ist so einer der wichtigsten für uns. Da habe ich tatsächlich, das ist eine wahre Geschichte, ich habe auf der Tribüne gesessen und immer wenn Yeboah am Ball war, vor dem alle wahnsinnig Angst hatten, dass er uns aus der Relegation in die zweite Liga schießt, haben halt eben diese Affengeräusche eingesetzt. Es flogen Bananen auf die Aschenbahn und so. Und dann saßen hinter mir auch lauter so Idioten und dann sagte irgendwann an einer, hey Jungs, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass die Eintracht wahrscheinlich Yeboah verpflichtet, der kommt doch nächste Saison zu uns. Und dann sind die innerhalb von einer Minute gekippt und gesagt, ja, so schlecht ist er ja gar nicht irgendwie und sowas. Wahnsinn. Und sowas. Und daraus haben wir dann einen Sketch gemacht, wir haben das eigentlich nachgespielt auf der CD und der ist jetzt irgendwie gerade neulich vom Spiegel sogar nochmal zitiert worden, irgendwie als so ein früher antirassistischer Sketch. Oder ja, ist es ja auch, aber das war, was ich damit sagen will, ist eigentlich, es war früher schon krasser. Also ja, war stimmt. Schon noch salonfähiger irgendwie und unverhohlen. Also ich finde, deswegen ist es ganz gut, wenn da jetzt relativ früh drauf geachtet wird. Ja. Kompletter Themenwechsel. Ein Spieler, gegen den du, gibt es irgendwie sowas wie, es gibt ja Spieler, gegen die man besonders gerne spielt, gegen die man hat man eine Riesenbilanz. Gibt es auch irgendwie einen, gegen den du gar nicht gerne spielst? Spieler, gegen die ich gar nicht gerne spiele. Oder gespielt oder jemand in der Vergangenheit, irgendwie der, wo du sagst, also immer wenn es gegen den ging, war es immer besonders unangenehm? Ja, aber dann, also gab es schon so Spieler, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht gern gegen die gespielt habe. Also Paradebeispiel eigentlich Franck Ribéry von Bayern. Wollte ich gerade sagen, ja. So, man wusste, dass wenn man gegen ihn spielt, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man sieht ziemlich blöd aus oder man sieht eigentlich gut aus gegen ihn, hat den ganz gut im Griff, aber hat dann halt Schmerzen, weil man relativ häufig da mal mitgegeben bekommt. Nicht mal unfair oder so, nur weil er dann schon einer ist, der dann eben nicht aufsteckt. Es gibt Gegenspieler, gegen die siehst du in den ersten 5 Minuten ganz gut aus, dann hat er gefühlt keine Lust mehr und geht am besten noch auf die andere Seite. Aber das war dann eher so einer, der halt permanent nervt. Also der ist dann trotzdem immer und immer wieder versucht, im Zweikampf sehr, sehr unangenehm zu spielen war. Aber es war also so an sich unangenehmer Gegenspieler, aber es hat mir schon Spaß gemacht, weil er eben einer der Besten dann letzten Endes auch auf der Position ist in der Liga. Und ich messe mich halt auch gern mit denen, von denen man sagt, dass einfach die Besten sind. Ja. Deswegen freue ich mich eben auch auf solche Gegenspieler. Als wir telefoniert haben, kamen wir irgendwie aufs Thema auch Ausland und so. Und hast du gesagt, es käme für dich
so in deinem Wunschszenario nicht so in Frage. Irgendwie, das ist echt ungewöhnlich. Also sagen wir mal, so wie jetzt die Profikarrieren gestrickt sind und wie die Verläufe sind, habe ich immer das Gefühl, also so Spieler wie jetzt Uwe Bindewald oder Alexander Schur, die hier ewig gespielt haben, Uwe Bindewald 18 Jahre Profi und so, das gibt's ja sowieso fast gar nicht mehr. Das ist jetzt, ist mir auch zu fußballromantisch, das jetzt irgendwie so, immer so nostalgisch einzufordern, das ist schon alles in Ordnung, aber der typische Verlauf ist doch bei den meisten Jungs in deinem Alter, dass sie sagen, okay, ein paar Jahre in dem geilen Club, dann vielleicht am besten nochmal irgendwie Premier League oder Spanien oder was weiß ich und so. Und das ist bei dir aber weniger ausgeprägt. Nee, nicht so groß. Also klar ist, ich gucke auch gern Premier League Spiele. Ich finde die Premier League zum Anschauen, finde ich mega. Also, ja, finde ich auch. Wenn ich mir da die Top-Spiele angucke, da geht's gefühlt pausenlos hin und her. Ja. Das ist schon geil zu sehen und wird wahrscheinlich auch richtig Spaß machen, da selber zu spielen. Man muss aber auch dazu sagen, es gehört ja viel mehr dazu, als einfach nur sich am Wochenende auf den Platz zu stellen und dann eben Premier League Fußball zu spielen. Da gehört ja allein das Leben dazu, drumherum. Wie kommt man in der Stadt zurecht? Wie kommt man in dem Land zurecht? Und da sag ich, da bin ich dann doch zu sehr heimatverbunden, zu sehr hier groß geworden ist, dass ich das alles mal eben so hinter mir lassen könnte. Deswegen gibt es bei mir jetzt nicht so den großen Drang, im Ausland zu spielen. Ich bin froh, wie es jetzt hier in Deutschland alles abläuft, wie ich das alles kennengelernt habe. Und bin dann, glaube ich, doch ein bisschen zu heimatverbunden, als ich jetzt sage. Hast du ein Heimatgefühl zu Frankfurt? Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Also natürlich war man so ein bisschen zwiegespalten, man ist hierher gekommen und wusste noch nicht so ganz, worauf man sich eingelassen hat, aber man ist von Anfang an bin ich eigentlich super aufgenommen worden, von den Fans, als wäre ich schon seit 100 Jahren da. Und auch die Stadt an sich hat mir von Anfang an eigentlich echt sehr, sehr gut gefallen. Deswegen würde ich Frankfurt mittlerweile schon als meine Heimat bezeichnen. Ja, ich habe das auch, mir ging es ja auch so mit dir. Also ich gehe schon seit 100 Jahren zur Eintracht und als du dann da warst, war das ganz schnell wie so vertraut. Also das war auch umgekehrt so, dass man ganz schnell, vielleicht auch durch diese wahnsinnig vielen Spiele und intensiviert sich ja so ein Prozess auch so ein bisschen, wo man so dachte, der gehört einfach hierher. Also das ist einfach so, ging schnell. Ja, ja, das Gefühl habe ich eben auch. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Hat nicht mit jedem Spieler funktioniert. Das ist nicht so kein Frankfurter Automatismus. Hier gab es auch Spieler, die wurden einfach aus irgendwelchen Gründen kamen die nicht so an, die wurden nicht so gemocht. Irgendwie. Das kann man bei dir jetzt gar nicht sagen. Ja. Glück gehabt. Ja, naja, vielleicht auch ein beiderseitiges Geben, genau. Positiv, bleiben wir doch auf dem Platz. Irgendwie Einlaufkinder, ja, quatschst du mit denen? Angelegentlich schon. Ja, erzähl mal. Also es gibt, das ist eigentlich immer ganz lustig. Ich weiß ja auch selber noch, wie es ist, wenn man Einlaufkind ist. Man steht dann da und hat sich vielleicht im Vorfeld mal ausgemalt, wen man vielleicht als Spieler bekommen könnte. Und dann merkt man schon, wenn das Einlaufkind, was man dann selber nebendran stehen hat, sich wirklich über einen freut. Oder auch gesagt, ich wollte eigentlich Sebastian Rohde haben. Genau. Ja, sowas gibt es auch hin und wieder mal. Also es gab schon Fälle, dass dann einer mal gerufen hat, ich wollte doch eigentlich keinen haben. Ich wollte eigentlich zum Kevin Trapp oder so. Echt? Schon lustig. Oder hin und, also ganz, als zum Beispiel neu war, kam es mir relativ häufig passiert, dann am Anfang, wo ich dann wirklich ins Spielen gekommen bin, dass mein Einlaufkind mich nicht kannte. Ja. Dass mein Einlaufkind mich gefragt hat, wer bist du eigentlich? Ja. Ist auch ganz lustig, aber sonst, ja. Das ist geil. Ich weiß ja, wie es bei mir war. Ich war selber immer total aufgeregt, wenn ich da stand und dann von dem Spieler in die Hand genommen wurde. Deswegen frage ich meine Einlaufkinder sehr, sehr häufig, ob die gerade nervös sind. Die meisten sind noch immer so total schockiert, dass man die anspricht und fangen dann irgendwas an, sich zurechtzustottern. Ist immer ganz süß. Und ja, manche fragen dann auch schon direkt nach dem Trikot. Meistens sage ich zu meinen Einlaufkindern, ich erwarte, dass sie auf jeden Fall als Erster dann wieder vom Platz sind und versuche, die immer ein bisschen früher loszuschicken. Aber die sind dann immer so aufgeregt, dass sie den Moment dann immer total verpassen, wann sie wieder loslaufen können. Wie oft hast du das selbst gemacht? Wie oft warst du selbst Einlaufkind? Boah, ich war echt oft Einlaufkind. Also ich bin in Leverkusen. Da in der F-Jugend war es so, dass wir eigentlich immer die Einlaufkinder waren, dann konnte man sich halt melden. Und ich habe mich gefühlt zu jedem Spiel eigentlich angemeldet, dass ich Einlaufkind sein möchte. Wer war dann dein Lieblingsspieler? Ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Und zwar hat Leverkusen damals in der Champions League gegen Juventus Turin gespielt. Ja. Und in der damaligen Leverkusener Mannschaft hat Michael Ballack gespielt. Und das war damals mein Spieler, mit dem ich eingelaufen bin. Und als ich dann das erste Mal mit 16 bei den Profis mittrainiert habe, war eben Michael Ballack Spieler wieder in Leverkusen. Und der Stefan Reinhardt hatte das damals dann ich so vom Alter her gedacht, das könnte ja hinkommen. Hat mich dann gefragt, ob ich eben in der Jugend auch schon als Einlaufkind unterwegs war. Ich habe gesagt, ja, klar. Dann hat er sich so viel Mühe gemacht, bis er das Bild rausgesucht hatte, super, auf dem Ballack und ich zu sehen sind. Ich als sein Einlaufkind und er schon als Spieler. Ja. Und hat es dann bei uns in die Kabine, bei uns hier auf die Plätze gehabt. Sehr gut. Hab das mal nachgestellt dann. Hat nicht ganz so funktioniert. Okay. Nee.
Wir kommen zur Rubrik drei Fotos. Genau, drei Fotos bedeutet wichtige Momente deiner Karriere. Das müssen jetzt keine positiven Höhepunkte sein, das kann auch was Doofes sein, aber was auf jeden Fall einschneidend war. Also, Danny, dann lass uns mal einen Blick drauf werfen. Was ist das für eine Szene und warum ist die von Bedeutung? Das ist eine Szene aus meinem allerersten Profispiel, also Profi-Pflichtspiel. Da haben wir damals in der Europa League, ich glaube, das letzte Gruppenspiel, was wir hatten, mit Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid gespielt. Mhm. Und da bin ich zur Halbzeit eingewechselt worden, war damit 17 Jahre alt, habe mein Debüt gegeben. Die Szene an sich ist eigentlich gar nicht so positiv, zu seinem Sponsor im 16er, und ich habe den Ball gerade weggespitzelt und war eigentlich ganz froh darüber, dass ich den Zweikampf gewonnen habe, weil der Gegenspieler auch gar nicht so schlecht war. Wer war das? Kun Agüero. Mhm. War eigentlich ganz froh, dass ich den Zweikampf gewonnen habe. Leider stand er außerhalb vom 16er dann einer, der den Ball direkt verwandelt hat zum 1-1. Oh, okay. War ein bisschen unglücklich, aber hat mir keiner zum Vorwurf gemacht. Ja, weiß ja auch keiner mehr. Ich leider schon. Ja, das glaube ich. Wie man auch sieht, hat es an dem Tag auch extrem geschneit, dann eigentlich mit Halbzeitsbeginn. Und war kein richtig schönes Fußballspiel mehr, aber für mich war es einfach so ein total einschneidender Moment, weil das war der Tag, wo ich sage, da ging es dann wirklich richtig los. Ja, das glaube ich. Hat die Profilaufbahn dann eigentlich so seinen Anfang genommen. Okay. So, okay. Ja, das ist jetzt zum Beispiel kein lustiges Bild, verbunden mit einer Verletzung, schwere Verletzung. Mhm. Erzähl mal. Ja, es war tatsächlich, steht sogar das Datum noch oben drauf, ich hätte es auch gewusst, aber gut. Ja, wie man sieht, 31. Oktober 2014 hatte ich im Spiel gegen Düsseldorf, hatten wir ein Auswärtsspiel mit Ingolstadt in der zweiten Liga, habe ich mir nach knapp 8 Minuten Spielzeit das Schienbein gebrochen. Und, durch einen Foul oder durch einen... Ja, ich glaube, es wurde kein Foul gepfiffen, aber eigentlich war es schon ein Foul. Es war so, nach dem Lauf habe ich den Ball schneller als mein Gegenspieler erreicht und er wollte halt aufs Tor schießen. Ich wollte den Ball zur Seite wegspitzeln. Und das Einzige, was er dann getroffen hat, war dann leider mein Schienbein. Er hat mit so einer Wucht auch gegen meinen Schienbeinschoner getreten, dass er mein Bein so stark eingedrückt hat, dass gebrochen ist. Okay. Ja, war eher ein trauriger Moment, aber... Wie lange warst du dann verletzt? Oder wie lange? Auf den Tag genau 242 Tage. Das merkt man sich. Ja, was heißt merkt man sich? Ich habe es eigentlich lange Zeit gar nicht gewusst. Hab's eigentlich auch das ist schon wieder eine lustige Geschichte, weil wir haben für eine andere, ich glaube, es war bei Sky meine Elf, da war ich auch mal und die haben das tatsächlich recherchiert. Was ganz lustig ist, weil der Tag, an dem ich mit meiner Freundin zusammenkomme, ist der 24.2. Deswegen kann man sich das ganz gut merken. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall. Bin ich da 242 Tage ausgefallen und zwar echt eine schwierige Zeit. Gerade der Anfang war sehr, sehr hart. Also erstmal, es lief zu der Zeit echt gut. Wir waren auf einem guten Weg, sind in dem Jahr dann noch aufgestiegen und hatten bis dahin eigentlich in der Liga eine richtig gute Position. Ich habe alles gespielt und man hatte das Gefühl, es geht jetzt eigentlich so richtig bergauf. Und dann kam eben diese Szene und die hat dann schon sehr, sehr viel verändert. Also die ersten 4-5 Monate war ja an sich erstmal gar nicht klar, ob man überhaupt wieder Fußball spielen kann. Ich fange wieder bei mir an, aber nicht, weil ich über mich reden will, sondern nur, weil es mir dann leichter fällt. Ich bin jetzt ja schon so lange auf der Welt, dass man natürlich nicht nur super Sachen erlebt hat, sondern auch mal ein paar krasse, fiese Sachen. Die sind in dem Moment fies gewesen, auch mal über eine Gesundheitsgeschichte oder sowas, aber die relativieren später teilweise Sachen. Also wenn ich manchmal heute zum Beispiel vor einem Auftritt nervös bin, dann denke ich mal daran zurück, wie ich mal mit wirklich ganz schwierigen körperlichen Voraussetzungen auf die Bühne gegangen bin und denke, das ist doch heute alles Scheiß dagegen, das, was vor 10 oder 10 Jahren war. Hast du das auch dann? Gibt es so ein, dass du daraus was ableiten kannst, also was Positives draus machen kannst? Ja, definitiv. Weil ich habe mir hier in Frankfurt eigentlich direkt, ich glaube nach 3 Spieltagen als neu war, mal einen Muskelbündelriss geholt. Klar, schlimme Verletzung. Ich glaube, ich bin auch 3-4 Monate ausgefallen, aber ich hatte bei einem Muskelbündelriss hast du im Normalfall nie das Problem, dass die Karriere oder allgemein das Leben ein bisschen auf dem Spiel steht. Deswegen war es für mich etwas, wo ich sage, okay, ich habe das irgendwie überstehen können. Also ist das andere Peanuts. Da komme ich dann sehr, sehr entspannt und sehr, sehr schnell auch wieder zurück. Das meine ich. Also schon so, dass das einen ein bisschen stärkt. Und deswegen habe ich das auch ausgewählt als einen meiner einschneidendsten Momente in der Karriere. Gut. Weil man da wirklich, also ich wirklich für mich gelernt habe, wie viel man dann doch schaffen kann, wenn man es wirklich erreichen will. Weil es war schon so, da haben die Ärzte anfangs auch kein Geheimnis draus gemacht, dass es wirklich sehr, sehr schwierig wird, überhaupt nochmal auf den Platz zu kommen auf dem Niveau. Und da war es dann wirklich einfach, da ich eine Willensleistung, dass man nochmal in der Lage war, Fußball zu spielen. Wahnsinn, deswegen ist man auch für jedes Spiel und jeden Einsatz, den man jetzt hat, umso dankbarer, weil man sowas dann eben schon mal erlebt hat. Ja.
Wahnsinn. Okay, dann gucken wir jetzt mal noch nach dem, genau, das dritte. Erzähl. Ja, ich glaube, ja, da stehen wir gerade in der Stamford Bridge vor unserer Kurve, nachdem wir da, ich finde, mit eines der besten Spiele gemacht haben, die wir hier in meiner Zeit in Frankfurt erlebt haben. Wir haben wirklich, da hat eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die wirklich über 120 Minuten gegen ein Team wie ein FC Chelsea wirklich alles rausgeholt hat, was sie irgendwie konnte. Und ich finde auch, hinten raus eigentlich verdient gehabt hätte, ins Finale einzuziehen. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann ist man ja wirklich auf die tragischste Art und Weise dran gescheitert, die es irgendwie hätte geben können. Und ich habe das ausgewählt, was vielleicht ein bisschen überraschend ist, weil wir auch einen Pokal gewonnen haben, kurz, also ein Jahr davor. Ich habe das ausgewählt, weil es einfach für mich so ein Sinnbild ist, was man durch Willenskraft einfach leisten kann. Und man hat, war so nah dran, dass man wirklich das ganz Große erreicht, das Europa-League-Finale. Und für mich ist es einfach so, immer wenn ich daran zurückdenke, da will ich wieder hin. Also ich will unbedingt nochmal so weit kommen. Ich will nochmal gegen eine Mannschaft wie Chelsea spielen. Und ich will nochmal in dem Spiel zeigen, wie gut wir eigentlich sind oder wie gut man selber auch ist, wie gut man im Vergleich ist mit absoluten Topspielern. Und dann würde ich halt auch gern diese Hürde auch überwinden, weil im Moment war es dann, an dem Tag hat es dann leider nicht ganz gereicht. Und man wurde von den Fans dann wirklich unglaublich gut wieder aufgefangen. Aber für mich ist das dann immer eher sowas, wo ich sage, ich will nochmal dahin, ich will es besser machen, ich will auf jeden Fall dieses Finale erreichen. Und deshalb habe ich das auf jeden Fall auch nochmal mit dazu genommen. Ich halte das auch nicht für entscheidendsten Momente. Entschuldigung, ich halte das auch nicht für ausgeschlossen. Also sagen wir mal, weiß nicht genau, wo dein die Wege dich noch hinführen oder dein Weg dich noch hinführen, sowas. Ich sag mal, Frankfurt ist bestimmt keine schlechte Adresse, irgendwie was so Entwicklung angeht irgendwie und wer weiß. Also ich meine, ich ist natürlich völlig subjektiv, aber ich bin ja auch jetzt schon so lange Eintracht-Fan, ich gehe ja schon so lange her habe in die letzten Jahre in diese aktuellen Zustand und in die Zukunft dieses Vereins und auch die sportlichen Dinge ein unheimliches Vertrauen. Also mich würde nichts überraschen. Ich habe auch jetzt zum Beispiel nach dieser nicht guten Hinrunde war ich so einer von denen, die ganz sicher war, dass das nach dem Schnitt besser wird irgendwie. Also kann man natürlich jetzt als so einen Zweckoptimismus nehmen oder vielleicht so die rosa Brille, aber ich habe da irgendwie zu. Also wer weiß, vielleicht sehen wir dich wirklich nochmal im Finale der Europa League irgendwie. Also das wäre auf jeden Fall schön, weil, wie gesagt, man war so nah dran. Ja. Und ich finde auch, wir hätten es in dem Jahr tatsächlich verdient gehabt, dann ins Finale einzuziehen. Ja, vor allem bei dem Werdegang, also vor allem, wenn man auch mal überlegt, was die Europa League für einen Verein wie Frankfurt und für euch bedeutet und wie wenig sie für eine Mannschaft wie Chelsea bedeutet, sagen wir im Anspruchsdenken. Ja. Von daher, allein schon daher wäre es von der Gewichtung her eigentlich richtig gewesen, wenn er den entscheidenden Elfmeter verwandelt hätte, irgendwie, das wäre schon gut gewesen. Das stimmt. Ja. Wir haben, als wir telefoniert haben, kamen wir mal auf das Thema Serien. Ich frage das ja immer, weil das tatsächlich bei Gerd, meinem Basis-Partner, mir ist das ein Riesenthema. Also diese ganzen Streaming-Portale, wir reden über Serien, wir sind immer happy, wenn wir eine geile neue Serie entdeckt haben. Dann wird darüber geredet, mit meiner Freundin, egal mit wem, alle sind immer, welche guckst du gerade? Mein Sohn ist Mitte 30, der ist auch der Serien-Junkie irgendwie und wir tauschen es immer aus. Du guckst auch gerne Serien, deswegen klar, nutze ich die Gelegenheit und frage dich, was hast du so in letzter Zeit, hast du einen Tipp für mich? Oh, ein Tipp? Aktuell gucken wir die Serie You auf Netflix. Ja. Also von Grundgeschichte her denkt man eigentlich, es ist die totale schnulzige Romanze, was aber eigentlich gar nicht so hinkommt. Also geht halt um einen jungen Mann, ich glaube in New York lebt er am Anfang, der sich eben auf den ersten Blick in jemanden verliebt und auch versucht, ihr näher zu kommen und dann vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritisch das Ganze, weil es dann auch darum geht, dass er über Social Media Accounts im Grunde genommen alles über sie weiß, ohne jemand mit ihr gesprochen zu haben, weiß, wo sie lebt, weiß, wer ihr Freundeskreis ist, weiß, wo sie eigentlich ihre Freizeit verbringt. Und ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil sonst braucht man es nicht mehr angucken. Voll Spoiler-Alarm, genau. Aber es ist schon so. Ja, schon, das ist die Kommentare bei YouTube. Ich hasse euch, genau. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute es ja gerade aktuell auch gucken, die es gerade sehen. Keine Ahnung, deswegen will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Man sollte das Risiko nicht eingehen. Aber es ist schon so, dass das Ganze dann noch wirklich sehr, sehr spannend ist. Ja, aber es gibt sonst noch so eine Serie. Aber ich glaube, bei Netflix gibt es allgemein, also bin ich ein riesen Fan von, gibt es sehr, sehr viele Serien. Ja, was haben wir sonst so geguckt? Ich glaube, Designated Survivor haben wir gesehen. Genau. Der Klassiker, den wahrscheinlich auch jeder gesehen hat, Prison Break.
Prison Break, ja, genau, das stimmt, ja. Oder halt, sag mal, jetzt ein jüngerer Klassiker ist sowas wie Stranger Things zum Beispiel irgendwie oder was? Ja, da hängen wir tatsächlich noch. Also steht bei uns auf der Liste, aber angefangen haben wir es noch nicht. Okay, das deswegen, ist jetzt umgekehrt keine Spoiler, bitte. Ja, nein. Genau. Ja, genau. Nee, schon so, dass wir da viele Sachen haben. Ich glaube, was haben wir noch gesehen? Riverdale haben wir gesehen. Mhm. Ja, und dann, genau, jetzt, bevor ich es vergesse, weil es war auch richtig gut. Eine Miniserie, die hieß When They See Us, also ist auf einer mit den Jungs, die angeblich genau die ja, Central Park 5. Ja, genau. Und da gibt's jetzt, da gab's eine Miniserie zu, ja, genau. Die haben wir geguckt. Miniserie, ja, genau. Die war wirklich Wahnsinn. Also das mal alles nochmal so ausführlich geschildert zu bekommen, was da eigentlich alles gelaufen ist und auch mal aus der Sicht von den jeweiligen, das mal wirklich zu hören. Haben dann auch im Anschluss gab's dann irgendwie noch eine, gibt's auch bei also gibt es dann auch zu sehen, wie die bei Oprah Winfrey sitzen und dann wirklich diejenigen, denen das passiert ist, mal darüber selber nochmal erzählen, über ihre Zeit dann auch im Gefängnis, wie die wahrgenommen wurden in den USA. Also das ist schon, das kann ich auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen. Diese Biopics sind natürlich mittlerweile auf einem wahnsinnig hohen Niveau. O.J. Simpson-Verfilmung zum Beispiel ist so spannend, dass man teilweise währenddessen gar nicht mehr, man hat versucht auszublenden, wie es eigentlich ausgegangen war, weil man eigentlich hat man es ja gewusst, weil es so war. Also von daher, ja, das kann ich was mit anfangen. Dann hoffen wir, vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eine Biopic über Danny Da Costa. Ja. Keine Ahnung. Bezweifle ich. Ja, genau. Es gibt ja noch die berühmte Rubrik Traumelf. Und da gehen wir jetzt zu dieser Tafel und dann erzählst du uns mal oder mir erstmal, wer da so drin vorkommt. Bin gespannt. Also, dann kann es losgehen, Danny, dann erzähl uns mal, was deine Traum ist. Wir können, wie gesagt, die Spieler können jeden reinschreiben, den sie wollen, irgendwie, der in den letzten 3000 Jahren Fußball gespielt hat. Ja gut, dann fange ich mal ganz klassisch im Tor an. Ja. Ich schreibe ihn aber hier hin, weil er ein mitspielender Torwart ist. Ich würde nämlich im Tor. Spielt bei mir der Bernd Leno. Ja, und das ja, gleich mal nachgehakt. Ich meine, das ist jetzt einer von mehreren guten Tormännern in Deutschland. Wir haben ja jetzt kein wirklich klassisches Torwartproblem. Das stimmt. Wieso der? Also wieso jetzt zum Beispiel nicht Manuel Neuer oder Kevin Trapp? Ja gut, also ich glaube in der Hinsicht ist vieles auch, weil wir haben insgesamt einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Okay. Wir haben im gleichen Haus gewohnt, haben zusammen Jugendnationalmannschaft gespielt, deshalb steht bei mir Bernd Leno im Tor. Was eine Überraschung, das Spiel, nämlich ich. Das gibt's ja gar nicht. Weil ich sage, es geht ja um meine Traumelf und es wäre irgendwie blöd, wenn ich meine eigenen Traumelf nicht spielen würde. Wenn ich meine Traumelf spiele, stehe ich da 11 Mal drauf. Also ja, ich weiß, da ich kein guter Torwart bin, deswegen habe ich dann Bernd reingeschrieben. Ja gut, dann hätte ich vielleicht mich auch nur 10 Mal genommen. Ja, machen wir mal weiter. Ich denke, wird den meisten hier ein Begriff sein. Der bei Bayern gespielt hat? Genau, der in Leverkusen war. Brasilianer, der so untypisch aussah für einen Brasilianer, fand ich. Ja, das stimmt, aber der halt unfassbare Qualität mitgebracht hat. Nächste Innenverteidiger ist auch nicht so schlecht. Schreiben wir mit Doppel-N, oder? Ja. Fabio? Genau. Weil es gibt nämlich noch einen Paolo, der hat noch einen Bruder, der auch gespielt hat. Ja, aber das ist dann Fabio, oder? Du musst das nicht, ich habe das nicht vorher gegoogelt, wollte einfach mal hier die Fresse aufreißen, verstehst du einfach doch irgendwie so, ich erzähl mal hier ganz genau. Nee, den Bruder kenne ich tatsächlich nicht, aber ich nehme mal Fabio Cannavaro ist eben Begriff. Ja. Wahnsinns Innenverteidiger und war nicht umsonst in der Weltmeistertruppe. Ich glaube, war der nicht sogar 2006 Weltfußballer? Ja, der war, ich glaube, tatsächlich auch der letzte Abwehrspieler, der das geschafft hat. Deshalb denke ich, spricht das für sich und auch einer, dem ich gern zugeguckt habe, wenn ich noch kleiner war. Ja, dann links hinten, der für mich seit Jahren beste Linksverteidiger der Welt. Der Loggekopf. Genau, Marcelo von Real Madrid. Ja. Ich glaube, egal in welcher Mannschaft man guckt, man findet keinen Linksverteidiger, der auf dem Niveau spielt. Ja, vor allem, weil das auch so immer so verspielt aussieht. Das ist so, aber jetzt im Positiven. Ja, es sieht bei ihm tatsächlich alles so einfach aus, egal ob er verteidigt oder ob er angreift. Okay, so. Ja, also bei mir spielt man mit einer Doppel-6, bestehend aus Dani Alves. Und Dani Alves hat Barcelona gespielt. Genau. Also seine Karrierehöhepunkte. Und davor war er aber Patrick in Sevilla, wo er eben
genau. auf der 6 gespielt hat. Aber ich persönlich habe ihn halt so richtig aktiv verfolgt in Barcelona als Rechtsverteidiger. Da hat er sich leider nicht gegen mich durchsetzen können, deswegen muss er auf die 6 ausweichen. Ja, weil er verkraften? Ich hoffe. Ja. Ja. Ja, das ist für mich auch, so wie ich über Marcelo sage, der wahrscheinlich beste Linksverteidiger ist Dani Alves, für mich über Jahre hinweg eigentlich der beste Rechtsverteidiger gewesen. Vorbild für dich ein bisschen? Ja, definitiv. Ja. Also früher, als ich noch deutlich kleiner war und noch wirklich ein aktives Vorbild hatte, war schon so, dass ich mir gerne Spiele von ihm angeguckt habe und versucht habe, so gut es geht, Dinge, die er gemacht hat, in mein Spiel irgendwie aufzunehmen. Ja, kann ich was mit anfangen? Patrick Vieira ist französischer Nationalspieler. Ja, und über Jahre hinweg der Kapitän vom Hon Arsenal gewesen. Genau. Und ja, war fußballerisch auch richtig gut, aber was er halt auch an Führungsqualitäten geleistet hat und wirklich seine Präsenz auf dem Platz, ich glaube, das ist schon unvergleichbar. Ja, machen wir mal weiter. Ja, bitte. Bei mir spielt man mit einem klaren Zehner. Natürlich. Auf der Position spielt bei mir Havertz. Der Kai Havertz. Ja. Ist ja. Ist er das größte Talent? Also wir streiten es immer so ein bisschen so, wer ist jetzt gerade das größte Talent? Und, also für mich ist Kai definitiv das größte Talent. Ja. Also ich glaube, dass jemand, der wird noch eine Riesenkarriere machen. Was der fußballerisch alles mitbringt, ist unglaublich. Und auch da ich mit ihm in Leverkusen zusammengespielt habe, finde ich ihn auch als Mensch einfach echt gut. Das ist ein bisschen introvertierterer Typ, ne? Also jetzt am Interview, ja, ist gar nicht so der typische Fußballer, der so irgendwie überall sein Gesicht hinhalten muss. Finde ich jetzt in der Landschaft auch nicht so schlimm. Das stimmt. Mal ganz angenehm irgendwie. Ja, und dann habe ich rechts dann. Spiele ich mit David Villa. Ja. Ja, was soll man groß über David Villa sagen? Also einfach ein richtig geiler Stürmer gewesen. Und ich glaube, was der an Erfolgen mit Barcelona und auch der spanischen Nationalmannschaft gefeiert hat. Ja, damit hat er sich den Platz bei mir rechts in der Traumelf auf jeden Fall verdient. Ja. Den hat er sich da hart erarbeitet. Wobei du nicht wusstest, dass ich auch ein sehr guter Rechtsaußen war, aber das ist jetzt vielleicht. Ja, das hätte man sich vielleicht vorher sagen müssen. Dann hätte ich das in meiner Taktikbesprechung nochmal berücksichtigen können. Genau. Hätten wir nochmal ausführlicher darüber reden sollen. So, jetzt. Na, jetzt eigentlich links so der Spieler. Für mich, der so eigentlich so die prägendste Rolle gespielt hat in meiner Jugend für mich. Okay, ja. Ronaldinho, ja. Ich kann mich an keinen Fußballer erinnern, bei dem ich so viel Freude hatte, dem zuzusehen. Ja, und bei dem es auch so aussah, dass er unglaublich viel Freude auf dem Platz hatte, sobald er diesen Rasen betreten hat. Und ja, ich glaube, jeder aus meiner Generation hat ihn spielen sehen, bewundert ihn. Und dann mein Mittelstürmer, auch ein Brasilianer, muss ich nämlich vorneweg schon mal sagen. Okay, wenn es ein Brasilianer ist, ist es nicht R7, dann ist es. Es ist der kräftigere. Der kräftige. Der mittlerweile sehr kräftige, genau. Ja. Okay. Der, aber auch ein Riesen, Riesenstürmer. Ich glaube, es gibt nicht viele Stürmer, die das Niveau hatten oder haben. Was wir können ja mal Olli Kahn drauf ansprechen, wenn der mal hier ist. Ich weiß nicht, ob das so gut für uns ausgeht. Genau. Ja, genau. Das, also auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, die illustre Gesellschaft, Danny, kann man schon sagen. Also, ja, ich sag mal so, es ist halt zum einen jetzt, sag ich mal, Bernd und Kai, zwei Spieler, mit denen ich auch wirklich zusammengespielt habe. Und der Rest sind dann tatsächlich Spieler, mit denen hätte ich gerne zusammengespielt, aber ein Großteil davon hat schon leider die Karriere beendet und ja. Manche, sage ich, sind wohl eher unerreichbar. Wäre wahrscheinlich so, wenn, sag mal, wenn jetzt alle Spieler gleich alt wären und würden jetzt aktuell, sagen wir, alle irgendwie paar 20, an Ende 20, wäre das ziemlich, eine ziemlich schlagkräftige Truppe, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Ja. Wie gesagt, also hier auf der Seite kann man noch bis hier rein. Ich danke dir, alles klar. Komm, wir gehen zurück. Damit hören wir jetzt trotzdem auf, ist vielleicht ein bisschen unmerkwürdiger Schluss, aber du hast dir das Video deiner OP angeguckt. Ja, also nicht von den 7, die ich vorher hatte. Ich habe mir das Video angeguckt. So ein Kasten, so eine DVD-Box. Nee, ich habe den Arzt, der mich, das war dann unser Mannschaftsarzt in Leverkusen, der mir dann meine Metallteile aus dem Körper wieder entfernt hat. Und die OP habe ich mir dann mal angesehen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das hat mich irgendwie interessiert. Er hat mir im Vorfeld mal erzählt, dass, also hat mich am Vorfeld ein bisschen auf die OP vorbereiten wollen. Er hat mir dann gesagt, dass das sehr, sehr handwerklich wohl. Er sagt, im Grunde genommen ist er dann ein besserer Handwerker. Und da ich mir gedacht, okay, würde ich schon irgendwie gerne mal sehen. Wie ist das jetzt mal, ey, du guckst, du siehst dich da, du bist dann da in Vollnarkose und dann siehst du, wie da jemand an dir rumzimmert irgendwie. Das, sag mal. Also ich fand es interessant, als ich gesehen habe, was da alles gemacht wurde, dass man während der Narkose wirklich gar nichts davon mitbekommt. Also wenn ich überlege, jetzt bemerkt man jede Berührung gefühlt auf der Haut und da war es so
man wird aufgeschnitten, da wird dann Metall aus einem rausgeschraubt, mit einer Zange rausgerissen. Okay. Und man bekommt rein gar nichts davon mit. Das war schon, also für mich war es interessant. Ich kann das übrigens toppen. Ich hatte eine Augen-OP und hat mir später erklärt, dass man mein Auge rausgeholt hat. Während der Augen-OP. So, nur mal das mal so am Rande. Ja? Ist nicht der Einzige, der hier mal auch. Stelle ich mir auch angenehm vor. Ja, genau. War da im Nachhinein auch irgendwie. Also, aber man ist auch faszinierend, dass es geht. Ja, das und auch, dass es dann da wieder war, wo es vorher drin war, genau. Ich finde, und sag mal, dass es funktioniert. Und das ist ein schönes Schlusswort. Damit lassen wir es jetzt gut sein. Also, Danny, vielen, vielen Dank. Es war ein mega interessantes Gespräch. Sehr, sehr es war gerne. Noch schöner, als ich mir das gewünscht habe. Und vielen Dank dafür. Macht's sehr, gut. Sehr bis gerne. Zum nächsten Mal.